Fange ich hiermit erstmal an. Schwert der Nacht und der Flamme. Das bekommt ihr hier. Wenn ihr auf der Karte seid, ein bisschen weiter oben erkunden habt, dann bekommt ihr das Haupttor des Anwesens von Karina. Wenn ihr von da unten angeritten kommt, werden auf euch jede Menge magische Pfeile runterregnen. Und hier drinnen wird es auch nicht unbedingt leichter. Ich zeige euch jetzt schnell und einfach, wie ihr an das Schwert kommt. Also fangen wir doch einfach mal an. Ich nehme das jetzt hier nur nebenbei auf. Das streame ich jetzt nicht. Falls ich eventuell ein paar Mal verkacken sollte. Wäre halt doof. Ich kann euch nur empfehlen, hier wirklich schnell durchzuflitzen. Gerade weil diese Patschentchen, die überall sind, enorm viel Schaden verursachen. Und gerade für nicht wirklich hochgelevelte Spieler doch ein wenig stark sein können. Also geht rein, lauft einfach links durch. Und dann passt das schon. Lasst euch nach Möglichkeiten nicht von den Händen treffen. Das ist alles tutti. Hier hinter ist direkt ein Schmiedestein dunkler. Von den Händen bekommt ihr die auch permanent gejobbt. Ihr könnt euch dann hier einfach an die Gnade hocken oder besser gesagt kurz aktivieren. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, halt hier vorne durchzulaufen und spawnen. Für gewöhnlich erstmal ein paar Ritter. Die solltet ihr auf jeden Fall. Oh meine. Na jetzt auch mal. Danke. Die solltet ihr auf jeden Fall platt machen. So. Dann könntet ihr hier links rum direkt laufen. Ups, das ist auch richtig gewesen. Voilà. Links rum, genau. Nicht geradeaus durch. Wenn ihr da rechts rüber lauft, dann kommt dann ein Item. Hier an der Ecke. Das ist dann dahinter an der Mauer. Hier müsstet ihr nur einmal runterspringen. Dann hier einmal runterhüpfen. Schon nimmt ihr die Leiter. Rutscht einmal hier runter. Alles, was ihr jetzt noch zu tun habt, ist diese Truhe zu öffnen und schon erhaltet ihr dieses Schwert. Das ist natürlich nicht so stark. Es hat körperlich 99 erstmal am Anfang. Hat aber mega geile Angriffswerte. Und wenn ihr damit angreift, könnt ihr A, diesen Schuss abfeuern und B, ziemlich geiles Flammenmeer erschaffen. Je nach Gegnertyp ist das natürlich überaus praktisch für euch, da das enorm viel Schaden verursacht. Damit mache ich aktuell die ganzen Bosse und habe echt gar keine Probleme mehr. Nochmal zu den Stats. Ihr müsstet auf jeden Fall weise. Glauben und Moment. Weisheit, doch war richtig. Das müsstet ihr leveln auf jeweils 24. Das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass ihr es gut nutzen könnt. Stärke und Geschick auf 12. Die beiden unteren Sets sind halt wichtig für die Magie. Da ihr sonst halt den nicht nutzen könnt. Das war's dann auch schon. Ja, das ist gleich direkt hoch. Und wünsche euch einen schönen Tag.